Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, 10.30 Uhr, mit einer halben Stunde Verspätung aufgrund diversester Probleme oder Problemchen fangen wir dann jetzt mal an. Ja, und wir haben ja eine sehr themenreiche Plenarwoche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und die ganzen Sachen werden wir ja gleich einzeln durchsprechen. Bevor wir dazu kommen, haben wir mehrere nicht öffentliche Teile. Das sind zum einen vor der Sommerpause sehr wichtige Dinge im Bereich Personalia. Wir haben dann für den fraktionsöffentlichen Teil in der Planung die Vizepräsidentinnenwahl, die an diesem Freitag auf der Tagesordnung des Landtags steht. Und wir haben noch mal etwas für den Bereich IT-Hardware-Beschaffung. Wir machen das, falls es da Rückfragen gibt, wir machen das nicht öffentlich, weil es sich hierbei auch um eine kleine politische Entscheidung handelt. Eventuell, wie wir dann damit auch öffentlich aufschlagen können. So, das wären alles zusammen. Jetzt haben wir vergessen, Verzeihung, die Zeit für den Bereich Vizepräsidentinwahl haben wir vergessen, Zeitrahmen vorzugeben. Ich vermute aber, dass wir das innerhalb von 10 Minuten durchkriegen. Also hätten wir insgesamt einen nicht öffentlichen Teil von 45 Minuten. Spricht sich da jemand gegen aus? 45 Minuten. Jetzt steht da gerade, glaube ich, also beim, ja. Deswegen, Michel. Achso, du sprichst dich dagegen aus. Okay. Okay. So, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Die Pressestelle hat noch Zugprobleme, wie mir zugesimst wurde. Von daher würde ich sagen, fangen wir regulär mit dem Bericht des Fraktionsgeschäftsführers an, der Fraktionsgeschäftsführung, Verzeihung. Moni, gibt es Dinge von gestern aus der öffentlichen Sitzung des Vorstands, die du kurz erläutern möchtest? Wir sind ja erst seit gestern hier. Ist okay, alles gut. Also wir haben uns mit Bewerbungsgesprächen befasst. Wir haben sowohl mit der Bewerbungsverfahren Handwerk, Enquete Handwerk, als auch mit dem Campaigning und nicht zuletzt auch mit den, ich mich schon mal mit den Bewerbungen Fraktionsgeschäftsführung befasst, aber das sind Dinge, die wir dann im nicht öffentlichen Teil bereden sollten, weil es da auch dann um Namen geht. Genau. Vielen Dank, Moni. Es gibt noch einen Nachtrag. Ich habe mit der Britta zusammen schon mal die Klausurtagung vorbereitet, im Sinne, dass wir uns Hotels angeschaut haben, geguckt haben, was ist mit dem Zug gut zu erreichen. Licht aber ganz schön. Wir haben uns für ein Hotel in Lippstadt entschieden. Die Britta hat jetzt heute auch die Mail rausgeschickt mit den Anmeldungen. Ich bitte euch, das wirklich diese Woche noch zu tun, weil es recht schwierig ist, den Leuten in den Ferien hinterherzulaufen. Also die Bitte, entscheidet euch und meldet euch da bis zum Wochenende, damit wir entsprechend weiter planen können. Vielen Dank, Moni. Jens, könntest du eben kurz Zusammenfassung der Pressegeschichten machen aus dem Off? Das mache ich auch aus dem On. Bin so weit von On. Plenum steht an, muss ich weiter nichts zu sagen. Plenarübersicht geht heute raus. Wie gehabt, werde ich euch gleich die Anträge und die einzelnen Bestandteile an die Zuständigen verteilen, mit der Bitte um Abstimmung, Durchsicht. Schickt uns bitte auch hier nochmal eure Reden.
jedes Mal das gleiche Prozedere, müllt uns zu, wir nehmen alles. Wir werden auch diesmal wieder die Statements-Picks machen. Wir haben ja super Anträge dabei und auch reichlich, also von daher wird auch dann die nächsten 3 Tage ordentlich was los sein. Und natürlich wird uns am Freitag auch noch eine Wahl beschäftigen. Gestern hatten wir eine Aktion von, oder die, unsere Aktion von Cannabis entsprechend kommuniziert. Auch hier vielleicht einfach nochmal die Bitte. Das ist auch mit Blick auf VDS, Eilantrag, Aktuelle Stunde, ich will nicht sagen ein bisschen untergegangen, aber war halt auch gestern wieder viel. Wir haben ein tolles Video dazu, teilt, was das Zeug hält, macht darauf aufmerksam. Es ist auf unserem Blog auch die Aktion, weil wir ja die Bürger aufrufen, sich zu beteiligen. Ja, unterstützt das bitte über alle eure Kanäle. Dann beschäftigt uns oder hat uns beschäftigt die Fraktionsveranstaltung, die ersten Vorbereitungen am 12.09. Mitbestimmung NRW. Da sind die Einladungen gestern rausgegangen und auch da schreitet die Orga weiter voran. Und kleiner Hint nochmal, auch hier steht da Tropfen höhlt den Stein, Flyer wirken, Piraten wirken, der Flyer steht an, Flyer wirken, ist auch schön. Pad ist rumgeschickt, denkt einfach daran, eure Referenten werden sicherlich auch nochmal auf den einen oder anderen zukommen. Ist ja noch bis Juli Zeit, aber auch da, das lügt. Das war es eigentlich. Vielen Dank, Jens. Das kann ich noch dahingehend ergänzen. Jenseits der gestrigen Sitzung waren Moni Danebott und ich gestern beim Pressemumble. Auch dort haben wir kurz darauf hingewiesen, auf die Graspirin-Antragskampagne von Lukas zur Förderung der auch viralen medialen Verbreitung. Und gibt es, und ganz wichtig, wir hatten dann natürlich das Thema Aktuelle Stunde und Eilantrag. Hier war es so, dass Creon bereits eine Aktuelle Stunde vorbereitet, eingereicht hatte, wo wir nochmal schnell mit Zuhilfenahme eines kleinen Textkommandos, möchte ich mal sagen, von Linus, Lara und Nixus eine etwas gestraffte Version dann beschlossen haben einzureichen. Die CDU war interessanterweise sogar schneller zum Bereich Vorratsdatenspeicherung, das Ganze hier auf die Tagesordnung des Landtags setzen zu wollen. 2 Anträge zur gleichen Sache mit verschiedenen Standpunkten, wird, glaube ich, eine sehr spannende Debatte im Plenum. Sie ist also angenommen worden. Und in diesem Atemzug haben die Referenten parallel einen Eilantrag kurz überarbeitet von Daniel und zum Teil, glaube ich, auch von Creon bereits vorbereitet war. Und wir haben dann zusammen in dieser Kürze, also ich glaube, das war weniger als eine Minute, diesen fertigen Antrag mit eingereicht und siehe da, auch dieser ist als Eilantrag erstaunlicherweise zugelassen worden. Und wie gesagt, es wird, denke ich mal, mit einer der spannendsten Debatten in diesem Plenum. Gibt es Rückfragen? Okay, ja, gerne. Danke. Eigentlich keine Rückfrage, sondern nur ja, erstmal ein Dank an Olaf im Speziellen, beziehungsweise an Christa für die Orga dieser der Veranstaltung im UPH im September. Da hatte ich eigentlich nur noch die Frage, Olaf, an dich direkt, sind da die Teilnehmer der letzten beiden Jugendlandtage, da hatten wir zuletzt noch mal per Mail drüber gequatscht, sind die jetzt damit involviert oder ist es noch offen oder weiß ich nicht? Bis jetzt konnte mir keiner eine Liste zur Verfügung stellen, in dem die Jugendlandtags, also von diesem Jahr haben wir klar, aber wir haben keine Liste bis jetzt irgendwie auftreiben können mit denen vom letzten und vom vorletzten Jahr. Okay, die Kontakte habe ich, dann lasse ich dir die zukommen. Ja? Okay, Datenschutzpartei. Wunderbar. Dann kommen wir zur Vorbereitung des anstehenden Plenums.
Hierbei möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir ja beschlossen haben, dass wir uns vor einem Plenum morgens um 9.30 Uhr nach Möglichkeit hier kurz treffen, um bestimmte Dinge, die auf der Tagesordnung für diesen Tag stehen, durchzusprechen, bestimmte Anmerkungen, je nachdem, wie es halt, was da auch immer so passieren mag, auf Anregung von Lukas. Vielen Dank dafür. Und dann steigen wir kurz. Achso, Moni? Ja, also ich habe um 9 Uhr Ausschusssitzung. Ich würde nur mal hören, wer jetzt schon weiß, dass er auf gar keinen Fall morgen kommt, weil es einen anderen Termin gibt, dann brauchen wir auf die nämlich nicht warten und sagen, hey, der kommt bestimmt gleich noch. Also ich bin morgen früh nicht da. Und Daniel. Und Toso? Gehen wir in den Ausschuss mit Vollbesetzung. Tut mir so leid, ich habe einen Ausschusstermin. Das muss auch niemandem leid tun, also dass vorgezogene Sitzungen zum einen, zum anderen halt auch Parlamentariergruppen treffen, gibt es auch. Es geht halt wirklich nur einfach kurz gemeinsam darum zu gucken, wo können wir da noch eventuell kurzfristig Schwerpunkte umlegen oder setzen. Und es wird Kaffee geben, genau. Ach, heiß muss er sein und schwarz, Junge. Okay, es gibt frisch eingeschoben von der Landesregierung eine Unterrichtung. Wir lassen uns da mal überraschen. Hier sind als Rednerinnen eingetragen Frank und Thorsten. Dann gucke ich mal gerade. Achso, Frank? Ja, so ganz überraschen hoffe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es davor noch ein paar Infos gibt und möchte auch, also es geht ja um die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche und ich gehe schon davon aus, dass es nicht nur um das Thema Flüchtlingsunterbringung geht, sondern auch noch um Soli und überhaupt Finanzverteilung in den Ländern und sowas. Insofern würde ich da schon auch gerne nochmal einen Kontakt halten zu den Finanzleuten und gucken, was sich heute im Laufe des Tages für diesen Punkt noch ergibt. Natürlich gerne, wenn jemand Input hat, den an uns, an Toso und mich. Danke, Frank. Erwähnenswert ist vielleicht Top 4 ist eine Block. Oh, entschuldige, Toso. Dankeschön. Ich bin natürlich immer gerne bereit, zu Dingen zu reden. Ich rede ja auch gerne und viel. Gleichwohl bei so geplanten Geschichten würde ich mich total freuen, wenn mir kurz jemand einen Hinweis geben würde. Also auch vor so einer Runde hier. Ich mache das gerne, aber eigentlich hatten wir gesagt, es trägt sich jeder selber in diese Pads ein. Und wenn jemand anders eintritt, wäre toll, wenn es kurz einen Hinweis gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir das halbwegs beibehalten können. Okay. Dankeschön. Frank, bitte. So, ich habe das eingetragen, aber ich meine, wir hätten darüber gesprochen. Dann haben wir uns an der Stelle vielleicht missverstanden. Tut mir jetzt leid, wenn ich dich, ich hoffe, der Herzschlag ist schon wieder, war keine Absicht, aber ich meine, wir hätten da, als wir gestern mal gesprochen hatten, das irgendwie geklärt. Okay, dann ist es ja jetzt klar. Dann wollte ich nur kurz bei Top 4 darauf hinweisen, dass es sich um Block 2 handelt. Da sind Michelle und Moni eingetragen, die wissen das auch hoffentlich voneinander. Sehr schön. Dann gibt es bei Top 9, wenn ich das richtig sehe, ein Fragezeichen hinter unserer Rednerin Dirk. Ich frage mal vorsichtig, ob Dirk zu Antrag hohe Krankenstände in der Landesverwaltung durch Einführung eines proaktiven behördlichen Gesundheitsmanagements senken. Ich gehe gleich zurück. Lass uns eben neun. Toso, Dirk? Ich bin zu 9 gegangen, weil ich da eine... Auch da, wer mit dem Cursor da drüber fahren mag, wird feststellen, das ist gar nicht mein Nick, der das da eingetragen hat. Auch, ich kann da auch zu reden, kein Ding. Ja, dann müssen wir vielleicht mal mit unserer IT sprechen. Ich habe es nicht eingetragen. Also nehmen wir Toso bei Top 9 raus. Dirk? Es wird macht der Dirk. So, dann habe ich eine Meldung von Michelle, wahrscheinlich zu einem der vorhergehenden Punkte. Ja, einfach nur,
Geschichte zum 12. Schräg raus. Sie können ja immer noch Mikro sagen. Mikro bitte. Ja, ich kann ich auch eben sagen. Wir haben gerade noch mal gesprochen. Nimm mich mal raus. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Dann kann ich immer noch sagen, ohne Rede anmelden, als, ne? Weil wir finden diese G8, G9, ne Quatsch, 11. Schräg, ne? Weil wir gar nicht wissen, was da so lange zu reden ist. Wir gucken uns das erstmal ganz entspannt an. Also bei Top 4, ja. Bei Top 4 der zweiten Lesung zum Gesetz zur Sicherung von Schullaufbahn und zur Weiterentwicklung des Schulrechts, 12. Schulrechtsänderungsgesetz, spricht erstmal nur Michel. 1.11 ist zu schlagen. Ja, gut. Schauen wir weiter. Bei Top 10 Volksinitiative gemäß Artikel 67a wird das Ganze ja noch im Vorfeld, morgen früh ist die erwähnte Schulausschuss-Sondersitzung. Dann gerade mal weiter gucken. Sieht jemand eine Lücke? Moment, 13 kriege ich hier gerade gesagt. Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken, Werbung und Sponsoring schrittweise reduzieren. Ich habe drin stehen Referentin L, Rednerin Daniel Schwert, Abstimmungsempfehlung. Empfehlung, das Ding gehört in den Ausschuss, das ist halt Entscheidung von Rot-Grün, ist direkt abzustimmen. Sie werden da schon Ihre Gründe haben. Achso, da fehlt noch die Abstimmungsempfehlung. Ja, stimmt. Da müssen wir dann nochmal uns. Da steht doch an, gegebenenfalls Entschließung unter. Achso, to be announced, kommt also noch. So. Einbringung, ohne Debatte. Jede Menge Einbringungen. Also am Mittwoch sehe ich sonst nichts mehr. 14 sagt Toso. Da haben wir nochmal die Namensdoppelung. Da habt ihr beide drüber gesprochen. Und es geht um die Digitalisierung im ländlichen Raum. Wir können. Ist das nicht Wirtschaft? Breitbandausbau. Wir machen das mal, das ist ein sehr stark kommunal orientierter Antrag. Deswegen, Frank, bitte. Ja, die Zwischenbemerkung, ob das Wirtschaft ist, es ist tatsächlich eigentlich identisch mit diversen Anträgen, die im Wirtschaftsausschuss waren. Der ist jetzt halt rein im Kommunalausschuss angesiedelt. Trotzdem würde ich mir da Input auch wünschen von der Wirtschaftsabteilung, wobei wir orientieren uns an dem, was bisher da abgelaufen ist. Auf, ne? Genau. Es ist auch unser Antrag von vor 2 Jahren in der Anhörung. Und also das ist fachlich schon, glaube ich, im Griff, aber wenn da jemand uns was erzählen möchte, sehr gerne. Entschuldigung, mitgeben. Genau, Copy, Remix, Share. Wunderbar. Aber bitte mit Namensnennung. Mit Urheberrechten. Okay. Donnerstag. Donnerstag gesetzt. Aktuelle Stunde zum Bereich Vorratsdatenspeicherung. Ja, alles klar. Ich finde das ganz gut. Die Opposition macht dann inhaltlich nicht gemeinsamen Aufschlag. Das wird spannend, wie ich finde. Da gibt es die Frage, wer
dazu redet. Steht er da? Wir sind bei Top 1, Zeile 354. Es geht um die Aktuelle Stunde. Also Hashtag 1, das habe ich geschrieben. Ja. Okay, okay. Von den Anwesenden möchte jemand zu dieser Aktuellen Stunde reden? Steht doch da. Es ist halt... Der steht da. Okay, also, wer ist ich? Ich. Ja, ich kann auch ich sein. Geh doch mal drauf. Du Null. Das steht bei mir Null. Also gut, ich habe das geschrieben. Okay, wenn niemand was dagegen hat, dann halten Dietmar und Creon die Aktuelle Stunde dieses Mal ab. Okay. Toso? Ich fände total toll, wenn wir da nochmal mit dem Daniel sprechen könnten und da vielleicht so einen Aufschlag nochmal schaffen würden. Ja, soweit ich weiß, ist er ja hier im Haus. Gut, nächste Punkte. Viertens ist ohne Debatte. Es sind diesmal... Ja, Verzeihung, ich bin bei 8, 9. Vielen Dank. Zurück zu 3. Okay, ich lese es diesmal dann etwas geschlossener vor. Stimmt natürlich. Strafvollzug in NRW vor dem Kollaps. Redner Dietmar, Referentin Ulrike. Es fehlt aber noch eine Abstimmungsempfehlung. Die können wir ja im Laufe des Tages nachreichen. Ah, es ist... wie ich sehe, eine Ausschussüberweisung. Gut. Viertens, Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sichern. Ach so, da, Frage. Frage an Dirk an der Stelle. Möchtest du eventuell zu dem Thema was sagen? Oder ich habe mich da jetzt zwar mal, Ulrike hatte das eingetragen, ich habe da jetzt nicht großartig rumgefragt. Ich mache das natürlich gerne auch mit Blick auf haushalterische Fragen, die da in Zusammenhang stehen. Gut. Vielen Dank. Viertens, Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sicherstellen. Okay. Fünftens, jetzt gerade das. Genau. Wenn wir das jetzt live machen, dauert das vielleicht ein bisschen zu lange. Fünftens ist geklärt. Sechstens sieht geklärt aus. Siebtens ebenfalls klar. Acht. Der Lukas macht die Rede selbst zum Thema Freifunk. Da gibt es eine Wortmeldung von Creon. Siebtens gibt es einen Entschließungsantrag. Sollen wir den nachher? Ja, ne? Den stimmen wir nachher ab, ne? Ja. Nur uns als Hinweis. Freifunk läuft. 9, frühkindliche Bildung. Ich guck mal, Olaf. Ist soweit. Außer dass eben Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Also ist okay, sowieso ist keine Ausschuss. Ist keine Zustimmung zum Antrag. Zehntens, Rechtssicherheit bei Verpflichtungserklärung schaffen, Engagement anerkennen. Simone, klar? Gut. Dankeschön. 11, kein Flickenteppich beim Gentechnik-Opt-out, ebenfalls Simone mit Heidemarie. Spannendes Thema. Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels, ein Antrag von uns, es spricht Thorsten. Sehr geiler Antrag. So, 13 ist auch klar, da gibt es auch die Abstimmungsempfehlung. 14, der Klimaschutzplan. Es spricht Danebot. 15, Atomstiftung. Ein Antrag von uns. Es spricht Danebot. Wunderbar. 16 wurde auf Wunsch der Kommunalleute
von der TO genommen, nur kurz zur Erläuterung, denn es besteht noch weiterer Beratungsbedarf. Von daher, das Ding ist nur mal geschoben und nicht komplett vom Tisch. Dann 16, Gesetz zur Abschaffung der Quoren. Es spricht Toso. Gut. Dann sind wir am Donnerstag durch. Freitag, Top 1, Wahl der vierten Vizepräsidentin des Landtags NRW. Das ist eine geheime Wahl, nur zur Information. Und ich würde sagen, die Abstimmungsempfehlung bleibt natürlich gerade auch bei uns jedem freigestellt, wie er sich entscheidet. Ich selber weiß ganz genau, was ich tun werde. Also vorgestellt hat die Kandidatin sich, glaube ich. Ja, ja. Also wir können, wir reden da ja eh noch im Laufe des Tages immer wieder mal drüber. Dann kommt die zweite aktuelle Stunde, EU-Vertragsverletzungsverfahren zur Pkw-Maut. Vielleicht hätten wir doch direkt auch noch die zweite aktuelle Stunde mit beantragen sollen, dann hätten wir auch da den Punkt. Vielen Dank übrigens, Creon, für dein seherisches Gefühl. Ich vermute aber, es wird eine schöne Selbstbeweihräucherung seitens Rot-Grün. Hast du da noch eine Anmerkung zu der aktuellen Stunde? Ja, gerne noch einen zweiten Redner, weil es ja eine aktuelle Stunde ist. Ich persönlich habe gerade das Problem, dass ich meine Schriftführerdienst nicht getauscht kriege von 12 bis 13 Uhr und ich möchte auch den von Olaf nicht haben an dem Tag, also von 13 bis 14. Insofern muss meine Rede vor 12 Uhr sein und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell die Wahl geht. Wenn die Wahl ewig lang dauert, habe ich ein kleines Problem. Deshalb würde ich sagen, die erste Rede geht wahrscheinlich sehr gut oder geht wahrscheinlich und die zweite, also ich würde sogar auch zweimal, aber das funktioniert wahrscheinlich gar nicht, weil ich dann den Schriftführer nicht machen muss. Zumindest, wenn ich das jetzt nicht noch getauscht kriege. Soweit als Hintergrund. Ich spreche auch gleich nochmal mit Olaf drüber. Aber das heißt, wenn dann ein zweiter Redner ist, dann gerne. Okay, dann habe ich gesehen, Moni. Ja, da wir davon ausgehen, dass wir so 4 bis 5 Wahlgänge machen, würde ich mir da an deiner Stelle nicht so viel Sorgen machen, weil ich denke, dann ist 13 Uhr lange vorbei und insofern sehe ich das total unkritisch mit deiner Schrift. Das geht schnell durch, so. Okay, Olaf, noch eine Anmerkung, aber ja, Thema... Das war jetzt eigentlich noch die Orga. Ich würde sowieso sagen, dass wir, ich habe ja auch gesehen, eigentlich tauschen wir nicht schlecht von wegen den Reden, aber genau das Problem sehe ich auch, dass wir das eigentlich gucken, dass wir das an dem Tag gucken, wie es passt. Das heißt, sage ich mal so, wenn ich gerade meine Rede habe, fände ich schon toll, wenn du dann eventuell doch 10 Minuten vorher anfängst oder umgekehrt, ich dann auch. Das ist ja eigentlich. Ich habe an dem Tag generell ein Problem, also müssen wir jetzt nicht hier klären. Ich wies nur darauf hin. Im allerschlimmsten Fall muss ich jemandem die Rede geben, wobei ich davon momentan jetzt nicht davon ausgehe. Ist ja der Freitag. Ich habe noch 2 Tage Zeit, das zu regeln. Gut. Top 3 Freitag. Liebe verdient Respekt, Ehe für alle. Ein Antrag von uns und in Verbindung damit. Ach so. Eventuell zweiter Redeslot? Ja, ich denke, eine aktuelle Stunde, es ist ja schon immer noch mal so ein bisschen Aufschlag. Mich fasziniert ja das Thema Pkw-Maut, allerdings halt eher so dieser Überwachungskram, der bis jetzt total untergegangen ist. Ich weiß allerdings nicht, ob das an der Stelle so genau passt. Jetzt höre ich hier so ein Grummeln auf der linken Seite zum Thema EU-Vertragsverletzung oder so. Deswegen, also ja, wenn alle Stricke reißen... Okay, Creon, Nico, Frank, ihr drei, trilateral, baldowert was aus? Nico. Ja, ich weiß nicht, was besser ist, ob das Überwachung oder EU-Sicht. Wenn wir den Schwerpunkt auf das Thema, den Spin auf Überwachung legen wollen, wofür auch einiges spricht, dann ist der Schwerpunkt da. Aber das sollte die Fraktion wissen, was sie mit der aktuellen Stunde machen will. Toso?
Ich glaube, wer von euch das Thema Überwachung nebenher noch anspricht, ist egal, ob das jetzt Frank oder Nico machen. Einer von euch wird das im Nebensatz sowieso fallen lassen können. Aber der Hauptpunkt, der im Moment in der Diskussion ist, auch in der medialen Diskussion, ist halt das Reformverletzungsverfahren auf EU-Ebene. Müssen wir nicht mitspielen, aber ich glaube halt, wenn man der Überwachung an der Stelle jetzt nicht den Raum in der Rede einwilligt, den wir ihm sonst immer geben, ist das an der Stelle nicht wirklich schlimm. Creon noch? Ein inhaltlicher Vorschlag oder auch ein organisatorischer. Ich glaube, zur Überwachung braucht es ein, zwei starke Sätze ganz am Anfang und zwar in der ersten Rede, damit einfach nur das klar ist. Sollte das irgendwie medial verwendet werden, werden die dann einen Satz von uns nehmen und dann sollte er eher am Anfang vorkommen. Da müssen wir nicht nachher im zweiten Teil noch 5 Minuten Überwachung reden. Ja. Und ich glaube, dass er dann besser ist im zweiten Teil, in der zweiten Rede tatsächlich nochmal richtig nachzulegen, ein paar vielleicht auch mal mit Kompetenz im Bereich EU und alles, was daran hängt, aufzutrumpfen. Insofern finde ich tatsächlich da Nico geeignet und beziehungsweise würde da auch gern mal einräumen. Mit Frank zusammen habe ich ja schon mal PKW-Mord gemacht und ich würde Frank ansprechen, sollte das mit dem Schriftführerdienst mal gar nicht klappen, dass er dann meinen Slot übernimmt. Wäre mein Vorschlag. Aber wir können das dann ansonsten auch noch mal klären. Bis Freitag haben wir noch. Ich sage ja, trilateral läuft. Wunderbar. Top 3, Liebe verdient Respekt, Ehe für alle und in Verbindung damit ein Antrag von Rot-Grün, volle Gleichstellung jetzt. Thema ist gesetzt, Daniel spricht. Achso, Anmerkung Daniel? Ja, es steht noch. Eine Empfehlung zu. Es ist noch Rot-Grün. Etwas offen, ja. Wie wir den Koalitionsantrag behandeln. Ich tendiere momentan zur Zustimmung, ergänze das allerdings irgendwann noch im Laufe des Tages im Pad. Ja? Vielen Dank, Daniel. So, Top 4, Alkohol in der Schwangerschaft. Jetzt stehen hier Daniel und Michelle. Habt ihr... Ich glaube, wir müssen noch reden. Genau. Ja, ich gehe im Moment davon aus, dass wir uns die Redezeit in irgendeiner Form aufteilen werden. Das können wir ja tun. Was trinkt ihr vorher? Das ist Block 4. Ja, wir machen so ein Pro- und Contra-Gespräch, der Michel und... Gut, dann Top 5, Zeile 690, Post-2015-Agenda, es spricht Nico. Und dann Top 6, wir gehen mit der Binnenschifffahrt in die Sommerpause, es spricht Stefan und es ist der andere Stefan als Referentin gesetzt. Gibt es Ergänzungen, weitere Vorschläge zur Tagesordnung? Denn wir haben einen Entschließungsantrag im Bereich der Bildung und zwar zu Top. Sekunde gerade. Es gibt. Bitte? Nein, es war. Wo ist es denn? Creon, du hattest das doch gerade. Das steht doch schon im Protokoll. Entschließungsantrag Rahmenkodex Beschäftigung an Hochschulen zu Donnerstag Top 7. Donnerstag 7. Der Antragsteller ist Joachim, der hält nämlich auch die Rede an der Stelle. Wir hier sozusagen eine Selbstbeweihräucherung der rot-grünen Regierungsfraktionen haben, beziehungsweise die beweihräuchern sozusagen die Landesregierung, setzen wir einen Entschließungsantrag dagegen, weil das können wir ja so nicht stehen lassen. Wichtig beim Entschließungsantrag ist eigentlich der Bereich, der Landtag stellt fest. Klar, normalerweise ist fordert Landesregierung auch wichtiger, aber da stehen nämlich unsere Positionen konkret drin. Also
wenn wir alle in den Landesdienst hätten, die an der Hochschule arbeiten, hätten wir das ganze Problem nicht. Und was denn jetzt eigentlich mit den studentischen Hilfskräften? Die fallen ja momentan an der Stelle unten durch. Und das wird einfach nochmal klargestellt, macht Sinn an der Stelle einen Entschließungsantrag zu machen, damit wir nicht nur einfach so dagegen reden, sondern auch sagen, ja, wir haben auch sozusagen hier noch was Konstruktives mitgebracht. Und ich bitte daher, für diesen Entschließungsantrag abzustimmen und hoffe, dass ich das in Vertretung von Joachim jetzt hier euch überzeugt habe. Gibt es hierzu weiteren Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann, der Antrag wurde ja auch rumgeschickt. Von daher frage ich ganz einfach, wer spricht sich für die Einbringung dieses Entschließungsantrages aus? Der möge dies per Handzeichen signalisieren. Gibt es... Achso, oh. Vielen Dank, das ist einstimmig. Gibt es weitere eventuelle Änderungs- oder Entschließungsanträge zu diesem Zeitpunkt? Ich versuche ja, das an der Stelle nicht mehr zu verwenden, nachdem er mich ja da so schön darauf aufmerksam gemacht hat. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Plenartagesordnung durch und kommen somit zu Top 4. Meiner Kenntnis nach lagen keine Umlaufbeschlüsse vor. Kommen somit zu Top 5, dem TDPA, dem Tag der politischen Arbeit. Moni. Ja, ist eigentlich nur eine kurze Erinnerung. Ich war am letzten Donnerstag in der Vorstandssitzung, wo leider nicht zu klären war, ob es nun mehr um strukturelle Fragen oder um inhaltliche Dinge gehen soll. Ich bitte euch, euch zumindest namentlich in das Pad einzutragen. Dann würde ich euch nämlich im Laufe der Ferien, wenn ich dazu Informationen erhalte, weil ich ja mit so als Schnittstelle zu WAKU, die das organisiert, im Moment unterwegs bin, dann würde ich euch entsprechend halt nochmal anmelden und euch nähere Details geben. Aber dann brauche ich das auch nicht an alle schicken. Also nochmal die Bitte, wer kommt, möge sich doch bitte in das Pad eben namentlich schon mal eintragen. Zum TDPA. Ach so, das war jetzt noch nicht. So hieß doch der Tagesordnungspunkt, oder? Ja. Ja. 30.8. ist das, ne? Müsste, falls der Termin nicht klar sein sollte, das ist 30. August. 30. August, genau. Ich selber werde mal vorschlagen, ich würde dort gerne dann inhaltlich einen Slot halten zum Thema Rührei-Runden, damit man da halt mal ein bisschen über Hintergründe und Vorgehensweisen hier im Landtag auch berichten kann. Genau. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf zum Bereich TDPA? Okay, nächster Punkt, Wahlkreise und Wahlkreiseinteilungen. Gab es noch mal kurz eine Rückfrage, auch von Moni? Ja, nicht im eigentlichen Sinne eine Rückfrage. Ich habe mir das angeschaut, was da an Veränderungen in dem Pad steht. Das sind ja nur 3-4 Sachen. Aber ich würde das gerne generell noch mal zur Diskussion stellen, weil ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mein Partnerwahlkreis Höxter irgendwie auch sträflich vernachlässigt habe, obwohl ich geguckt habe, ich finde da gar keinen. Der letzte Stammtisch war da irgendwie 2012 oder so. Ich würde das gerne nochmal durchgehen, weil ich habe zum Beispiel Kontakte in Rhein-Erft-Kreis oder sonst wohin, dass wir das tatsächlich nochmal in einer Stunde, also glaube ich halbe Stunde, Stunde, dass wir es nochmal durchgehen und sagen, wie läuft das denn da? Hat da jemand wirklich Kontakte, wo es besser wäre zu verändern? Deshalb hatte ich es jetzt eigentlich halt wirklich für eine halbe Stunde, weil ich glaube nicht, dass da so viel Konflikt drin steckt, nochmal auf die Klausurtagung gesetzt, dass wir uns das dann nochmal in Ruhe anschauen, die Änderungen nochmal allgemein uns angucken. Das wäre jetzt mein Vorschlag, bevor wir, jetzt diese 2-3 Änderungen diskutieren und dann das Ding wieder die nächsten anderthalb Jahre wegsperren. Also ich fände es gut, wir würden uns das nochmal alle gemeinsam einmal eben durchgehen und gucken, wo ist da eventuell was zu tun.
den zeitlichen Fahrplan für die Klausurtagung mit diesen Themen mache ich ja heute Nachmittag fertig und schicke den noch rum, auch schon mit Zeitfenstern, wie wir uns das halt so vorgestellt haben. Hat da jemand, spricht da jemand gegen? Also dann, es gab ja schon kleinere Änderungen, jetzt zum Beispiel, genau, Daniel hebt auch gerade die Hand. Daniel, bitte. Ja, danke. Ich bin total bei dir, dass wir da, glaube ich, generell nochmal drüber sprechen müssen, weil da, glaube ich, einiges irgendwie brach liegt. Mein Anliegen war natürlich die Betreuung des Wahlkreises in Münster. Ich finde das so ein bisschen suboptimal. Also wir schieben das jetzt auch schon einige Wochen. Ich würde das zumindest den Punkt einfach gerne festzurren. Simone. Das ist eigentlich kein Problem. Es geht ja hierbei dann um die generelle und auch offizielle Festlegung, die auch der Landtagsverwaltung gemeldet wird. Ob du jetzt schon in Münster aktiv bist, da Stammtische besuchst und dich einbringst, das bleibt dir ja vorbehalten. Das kannst du ja ab sofort machen. Das ist ja kein Hindernisgrund. Moment, ich bin jetzt etwas irritiert. Ich dachte, du und Joachim, ihr hättet das bilateral geklärt. Also da muss doch nichts beschlossen werden. Joachims Wunsch war, das in die Fraktionssitzung zu bringen, damit wir das quasi, ich sag mal, sein O-Ton mehr oder weniger war, damit die Fraktionsbasis in Anführungszeichen das letzten Endes auch absegnet. Moni, Toso? Ja, also ich finde, das ist kein Problem. Wenn ihr da Einigkeit habt, lasst uns das heute beschließen. Dann geben wir das weiter entsprechend schon mal. Denn ich verstehe das auch so dahingehend, dass man ja dann auch Einladungen bekommt aus Münster zu allen lokalen Veranstaltungen, wenn man da der. Und dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich sehe das auch nicht als Problem an, dem Landtag jetzt das mitzuteilen, auch wenn wir dann nochmal uns das in Ruhe anschauen. Toso? Wir werden immer mal wieder Verschiebungen haben, das ist in allen Fraktionen so. Also lasst uns das ruhig einzeln beschließen. Go. Nico? Ja, wenn wir schon mal dabei sind, ich hätte mich mit Simone über den Kreis Recklinghausen auch schon bilateral geeinigt, dann können wir das an der Stelle dann auch mit erledigen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was wir jetzt abstimmen. Wir stimmen jetzt ab, dass der Daniel den Wahlkreis Münster übernimmt und dass der Nico den Wahlkreis Recklinghausen übernimmt. Diejenigen, die diesen Wahlkreis bisher hatten, geben diesen auf. Nein, niemals. Punkt. Taschentuch. Ja, also das würde ich jetzt dann gerne einmal... Recklinghausen war RIK, ne? Ja. Jetzt gibt es eine Rückfrage von Dietmar. Rückfrage an Nico. Bleibt es trotz allem bei Mönchengladbach-Viersen? Ja, weil erstmal anders haben wir ja nicht beschlossen. Gut. Also, da Moni jetzt gerade netterweise sich die Reihenfolge notiert hat, würde ich sagen, macht Moni eben die Abstimmung? Ja, frage ich einmal, wer spricht sich dagegen aus, das jetzt so zu handhaben? Keiner. Aus Prinzip. Okay, wunderbar, dann ist das so beschlossen. Dann machen wir noch mal weiter in dem Bereich von letzter Woche. Themenwochen in Fraktionssitzung noch mal, Daniel. Sorry. Ist Themenwochen in Fraktionssitzungen. Das Thema diese Woche war, um es kurz zu sagen, Plenum. Und ansonsten, ich bin ja dafür, dass wir immer ein Thema rauspicken. Nur ganz kurz zu meinem Antrag. Ich hatte das ja nur beantragt, um das noch mal irgendwo voranzubringen. Ich gucke mal Frank an, der meldet sich auch oder hat sich schon gemeldet. Er hat ja, und Oliver, glaube ich, auch da schon mal Konzepte zu ausgearbeitet. Ich fände es gut, wenn wir darüber halt noch mal reden würden. Das muss nicht unbedingt heute sein, das ist mir relativ gleich, aber ich fände es gut, wenn wir das zumindest nicht vergessen. In der Reihenfolge Frank und Creon. Ja, es gibt den ganz, ganz festen Plan, darüber noch mal zu reden und das auch zu strukturieren. Das hat aber also leider in diesen Wochen jetzt auch vor diesen Plenartagen nicht mehr geklappt. Aber wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir uns auf jeden Fall ein bisschen mit diesem Thema wieder beschäftigen werden. Olli, gucke ich mal an, sehr gerne. Und ich
gehe davon aus, dass wir auch in der Klausur da einen Vorschlag machen und dann, glaube ich, nach dem Sommer mit sowas loslegen. Hoffe ich. Okay, Creon? Die Klausurtagung ist ja tatsächlich vor der nächsten Fraktionssitzung, wenn wir uns daran halten, in den Ferien die Fraktionssitzung nicht stattfinden zu lassen. Insofern müssen wir jetzt nicht dringend die ersten beiden oder drei Fraktionssitzungen nach der Sommerpause mit Themen belegen. Ansonsten glaube ich, dass niemand etwas dagegen hat, wenn jemand sagt, ich habe jetzt ein Thema für die erste Fraktionssitzung nach den Ferien, für die zweite, für die dritte und dann das einfach machen, so ganz unkompliziert, ohne dass wir vorher irgendwelche Regeln oder Prozeduren festlegen, wer wann irgendwie dran ist. Dann werden wir irgendwann feststellen, aha, der hat das jetzt schon dreimal diesen Monat gemacht, vielleicht könnte mal jemand anders. Das als Hinweis. Aber tatsächlich, wo Frank gerade sagte, Klausurtagen, ist die nächste Klausurtagen vor der nächsten. Insofern können wir uns das tatsächlich etwas schieben. Ich hätte ja sonst ein Thema. Moni. Ja, ich cover jetzt so ein bisschen das Thema, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst unterbringen soll. Die Frage ist halt auch, Themenmumble. Fällt es in Sommerferien aus? Einfach nur eine klare Ansage. Sagen wir einfach auch ganz offen, in der Sommerpause findet es nicht statt. Dann müssten wir das halt so einmal kommunizieren. Oder wollen wir das weitermachen? Dann bräuchten wir tatsächlich auch Leute. Also ich habe mir für den 2. Juli aufgeschrieben, hatten sich ja schon Leute gemeldet. Da hatte ich, glaube ich, Familie aufgeschrieben. Ne? Daniel, du erinnerst dich? Familie, Erzieherin, ganze Thematik. Aber halt prinzipiell die Frage, ich möchte eine Entscheidung haben, ziehen wir das in Ferien durch oder lassen wir es? Kurze Anmerkung von mir, Mumble-Sitzungen in Ferienzeiten sind auch immer eher so mau besucht. Auch zum Beispiel Vorstandssitzungen, also das fällt mir dabei halt nur auf. Ich glaube, Michelle, bitte. Creon. Du meinst das Sommerloch, Michelle. Also du meinst Auskungeln, okay. Aber Sommerloch gibt es auch. Ich meine das, wo die kurz aufstehen im Bundestag, innerhalb von einer Minute drei Lesungen machen und dann mit 10 Leuten. Wir haben im Grunde 2 Slots, über die wir reden. Oder 3, wenn man die Klausurtagung mitnimmt. Das heißt, der 2. Juli ist fest. Danach gibt es dann in 14 Tagen einen. Müsste ja der 16. sein. Dann in 14 Tagen einen. Und dann ist der Donnerstag der Tag, wo wir auf der Klausurtagung sind. Da können wir uns dann noch überlegen, ob wir einen machen. Das heißt, es geht um 2 Termine. Für den 2. davon, also nicht den 16., sondern den, was wäre das dann, 30., würde ich machen. Ansonsten, wenn sich dann praktisch noch jemand findet für den 16. Olli, gibst du dem Jens dann oder der Pressestelle auch irgendwann eine Woche vorher das entsprechende Thema, dass man das dann auch... Landesluftverkehrskonzept, beziehungsweise wir können das noch schöner nennen, Flughäfen in NRW oder sowas. Moni noch? Ja, dann lasst uns doch auch gucken, dass wir den Sack zumachen. Seid ihr am 2. Juli dabei, Daniel? Nochmal die Frage ganz konkret. Von 19 bis 20.30 Uhr. Im Vorfeld einer LAFO-Sitzung. Wollen wir das zusammen machen? Wir hatten ja Themenmumble angeregt, was Kita, Streik und so weiter und so fort angeht. Prinzipiell ja. Welches Datum ist das? Das ist jetzt. Mir wäre fast lieber, statt dem 2. auf den 16. zu gehen. Also mir persönlich, ich weiß, wie es bei dir aussieht, Olaf. Am 16. bin ich gar nicht hier. Also 16. bin ich in Urlaub. 16. Juli. Komplett weg. Bin ich komplett weg. Okay. Da kann ich gar nicht. Und
es weiter ginge. Ja, ist mir gleich. Können wir auch auf den, wir könnten es auch im zweiten machen. Ja, selbst wenn du halt, ne, sagst, es wird eng, ist, wenn, ne, wenn du ein paar Minuten früher weg musst oder später ja. kommst, ist das halt so. Aber dann würden wir den 2. Juli, Jens, nehmen für die ganze Problematik Kita-Erzieherin, Streik. Und wir haben jetzt festgelegt den, was haben wir gesagt, 30. für Olli. Ja, ja. Dann fehlt uns noch der 16. Wer kann den denn bitte übernehmen? Mit einem interessanten Thema. Ich könnte aus Brighton, Hamburg. Es steht die Frage im Raum, wer möchte denn mal ein politisches Thema im Mumble behandeln? Ich selber bin am 16. leider außer Landes. Ich auch. Dito. Hoffentlich passiert da nichts. Die wissen, wenn nicht alle in ein Flugzeug steigen. Christo und Jean-Claude. Ich habe kein Thema jetzt im Moment, was genau. interessant ist. Sollte jetzt noch eins aufploppen, jemand, der ein Thema hat. Ansonsten ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall dann hier. Ich habe das auf dem Schirm. Entweder sage ich das ab, wenn wir nichts finden, oder wenn noch aktuell was aufploppt, würde ich noch versuchen, eins zu erreichen oder selber was machen. Aber ich würde es zumindest den Termin festhalten, dass wir irgendwie wissen, dass da noch was zu tun ist. Ist das okay? Wunderbar. Danke, Moni. Dann der nächste Punkt, Strategie. Daniel. Ich bin mir recht sicher, dass wir beim letzten Mal gesagt hatten, dass wir das in die Klausurtagung mitnehmen. Sehr schön. Das ist auch genau nochmal der Punkt. Dann ist es den Leuten auch im Bewusstsein. Vielen Dank. Strategische Planung. Bereich Klausurtagung. Gibt es den Wunsch nach weiteren Punkten unter Sonstiges, die noch kurz abgehandelt werden können? Ich möchte in diesem Rahmen kurz auf eine Aktion seitens des Bundes hinweisen, dass es eine Unterschriftensammlung geben wird, dass wir über die Sommerpause schnellstmöglich 100.000 Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung zusammenzukriegen. Ich finde das eine gute Sache. Wenn das, sobald das gestartet ist, würde ich empfehlen, dass jeder das auch selber fleißig mit bewirbt, auch in der sitzungsfreien Zeit bei der Betreuung in den Wahlkreisen, vielleicht auch nebenbei in einem Halbsatz in einer Aktuellen Stunde. Genau. Moni. Ja, ich war in der Sitzung gestern dabei. Das steht im Moment nur auf der Liste ÖA, wenn ich das gesehen habe, sonst nirgendwo. Und ich glaube, hier wäre halt tatsächlich auch die Chance, nochmal eben zu gucken, was sind denn eigentlich unsere Partnerwahlkreise, auch den Zusammenhang nochmal eben herstellen und zu gucken, ne, können wir da Infostände machen. Also ich würde schon jetzt hoffen, dass wir vielleicht so ein bisschen gucken, dass wir da die Sachen in den Wahlkreisen, für die wir verantwortlich sind, auch anschieben, dass halt die, ne, der Vordruck der Liste dahin kommt, der ja schon auf der Mailingliste ist. Das fände ich eigentlich ganz gut, weil, ne, das haben wir gestern Abend ja auch gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich hohes Ziel. Ne? Also ne, das wird nicht ganz einfach bis zum Ende der Sommerferien so viele Unterschriften zu sammeln, gerade weil halt auch Sommerferien sind. Frank. Ach so, weil dazu habe ich noch eine Anmerkung. Das ist ja Sache des Landesverbandes sozusagen, dafür zu sorgen, dass die Listen vor Ort verfügbar sind über die einzelnen KVs und VKVs. Und wir sind dann die entsprechenden Multiplikatoren. Aber ich selber werde natürlich auch irgendwo mal ein paar Unterschriften sammeln gehen. So viel ist klar. Frank. Ja, du fragtest halt nach Punkten für Sonstiges. Und da wir das letzte Mal vor August in dieser schönen Runde zusammensitzen, wollte ich kurz mal die Bereitschaft abfragen. Wir haben jetzt dreijähriges Jubiläum des Fan-Hearings nach der Sommerpause und überlegen, dass wir dann da eine etwas größere Veranstaltung draus machen.
Wie groß, wissen wir jetzt noch nicht, aber vielleicht ist es dann auch das erste Mal eine Fraktionsveranstaltung. Ich gehe mal davon aus, dass ich in der Sommerpause einen Umlaufbeschluss darüber rumschicke, wollte nur mal grundsätzlich gucken, ob es da von euch Verständnis für gibt oder schon mal vorweg Fragen. Also wir treffen uns ja inzwischen schon zum 12. Mal mit Fans, um Fragen aus dem Bereich Fußball, Polizei, Überwachung und so weiter zu diskutieren. Und hat jemand was dagegen, eine etwas größere Veranstaltung nach der Sommerpause zu diesem Thema zu machen? Also ich hätte direkt gefragt nach genehmigungspflichtigen Feuerwerken oder Pyrotechnik. Aber es ist dann halt eine Überraschung. Also von mir aus. Anmelden, diese Veranstaltung. Ja, die muss man dann entsprechend anmelden. Ja. Aber ich finde das ist Kategorie machen. Kategorie C. Nö, also von daher go. Ich finde das eine gute Sache. Wenn es keine... Daniel? Ich habe mehr eine Frage. Kommt gerade tatsächlich spontan. Wir haben ja auf den Mailinglisten ein Problem. Nein, da haben wir mehrere. Aber ein technisches, dass teilweise Mails irgendwie merkwürdig formatiert sind. Ich habe durch Dietmar jetzt die Tage, du hattest geschrieben, dass das offenbar immer vorkommt, wenn das irgendwie über iOS geschrieben wird. Ja. Ist das irgendwie gesichert? Und die zweite Frage, kann man daran irgendwie was tun? Weil ich finde diese Mails immer gar nicht, wir können das nicht klären, aber ich habe irgendwie den Wunsch, dass wir uns darum kümmern oder dass sich jemand darum kümmert. Ich habe da keinen Check von. Ich werde einfach mal gleich Gerrit fragen, ob es dazu einen Ticket seitens des Softwareanbieters gibt. Und, Mir ging es jetzt auch mehr darum, ob das verifiziert ist, was Dietmar geschrieben hat. Also, dass das hauptsächlich vorkommt, wenn das über iOS irgendwie gemailt wurde. Also, ich weiß, dass wenn Birgit was schreibt, die schreibt ja ausschließlich mit dem iPad, das so ist. Und bei mir ist es genauso. Mache ich es mit dem Smartphone oder mit einem anderen Laptop oder was, passiert es eben nicht. Nur hierüber. iPad, iOS. Komischerweise, wie Frank gerade sagt, bei Frank nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil das dein schon 8 Jahre alt ist oder so. Das kann natürlich sein. Also, kauf dir mal neues, damit das Problem entsteht. Gut, also Themenbereich Tool-Diskussion. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ich treffe mich ja auch gleich mit Gerrit. Deswegen bin ich da, schauen wir mal. Mich selber hat es nie gestört. Moni. Tja, nachdem du das jetzt auch angesprochen hast mit den vielen Problemen auf der Liste, trage ich das einfach weiter, ohne das jetzt hier diskutieren zu wollen. Das werden wir aber machen müssen. Alle Ad-Mitarbeiter sind komplett genervt, weil sie eine Arbeitsanweisung haben, sich alles das durchzulesen. Und wir müssen unbedingt darüber reden, weil das ist nicht immer wirklich wichtig für den Mitarbeiter, was da steht, dass wir da nochmal drüber diskutieren. Und heute einfach nur die Bitte, achtet da ein bisschen drauf und überlegt, wenn ihr schreibt, welche Liste nehme ich und wer ist da eigentlich von betroffen. Also nochmal, ich will hier keine Diskussion aufmachen, ich gebe das nur weiter, auch vom Betriebsrat. Bitte, achtet so ein bisschen da drauf, denn nochmal, ne, es wäre nicht so schlimm, aber die Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Liste zu lesen. Und das ist nicht schön. Wir wollten jetzt eigentlich nicht was anderes. Ja. Ah, okay. Was anderes, vollkommen, hat nichts damit zu tun. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass wir uns damals geeinigt haben in einem Beschluss, dass die alle Ad-Mailing-Liste ausschließlich zu organisatorischen Zwecken genutzt wird und dort keine Diskussionen stattfinden. Danke. Ich habe aber einen Antrag gestellt, dass wir eine Diskussionsmailingliste haben, die nicht 20 Piraten öffentlich ist und die intern hier zur Verfügung steht. Wurde abgelehnt und wurde gesagt, wir haben ja alle Ad. Also man muss sich dann auch entscheiden.
Gut, wir sehen hier also, da gibt es einen Lösungsbedarf und dann schauen wir ganz einfach mal, wie wir das entsprechend definieren. Aber es muss ja jetzt nicht hier sein. Okay, wenn es keine weiteren Punkte für die öffentliche Beratung gibt, würde ich sagen, ganz liebe Grüße von unserem Landesvorsitzenden. Mit dem habe ich heute Morgen kurz telefoniert. Man macht sich natürlich Sorgen und Gedanken auch bezüglich der aktuellen Umfragewerte. Ich gehe mal davon aus, auch wir machen uns da entsprechend Gedanken zu. Wir werden zum TDPA hin eine Menge zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass der TDPA in diesem Sommer eine Menge Weichen stellen wird er müssen. Und von daher bittet der Landesvorstand auch entsprechend um rege Teilnahme beim TDPA. Ich übermittle das hier einfach nur, ich bin mal der Bote und würde mich aber selber auch sehr freuen, wenn wir sehr zahlreich dort entsprechend vertreten sind. Das Gleiche gilt für die LAFO-Sitzung, dass wir da immer zusehen, dass wir halt einen Vertreter, eine Vertreterin am Start haben. Aber es sind kleinere organisatorische Probleme, die kriegen wir auch noch in den Griff. So wünsche ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern einfach mal eine schöne Sommerpause. Und wir sehen uns dann, oh, ich habe den Termin jetzt gerade gar nicht parat. Am 18. August. Richtig? Richtig. Und von daher, tschüss.